Ich habe es auch erlebt, Angst vor Vorstellungsgesprächen. Furchtbare Angst. Einfach Panik. Mehr als Angst, eher richtig Panik. Also das heißt, wenn ich gemerkt habe, oh, langsam komme ich ran, ja, die Person hat gesprochen, die Person, die Person, die Person, dann kam ich ran, dann war ich irgendwann dran, dann ist meine Luft einfach hier gewesen. Ich konnte nicht mehr sprechen. Das gleiche auch vor Präsentationen, vor Publikum reden. Sehr schlimm war bei mir auch, beispielsweise, wenn ich mal ein Interview gegeben habe und die Kamera ist gelaufen. So das, was ich jetzt hier jeden Tag tue, war für mich extrem schwierig zu machen. Weil ich richtig so eine Blockade hatte, wenn man so will. Ich fühlte mich richtig überfordert. Um das zu überwinden, habe ich auch Hypnose angewendet. Ich habe mich auch hypnotisieren lassen. Aber mit der Zeit, unabhängig jetzt von dem, was ich erlebt habe, habe ich auch durch meine Klienten einige Techniken gelernt, wie man am besten mit dieser Spannung und mit dieser Panik umgehen kann. Und ich möchte sie dir einfach erzählen. Du kannst sie dann für dich persönlich einsetzen oder für deine Klienten benutzen. Also zwei Sachen sind wirklich wichtig, bevor du vor Publikum redest oder bevor du ja einfach so eine Situation hast, eine Prüfung oder einen Vortrag. Soweit es geht, du musst dich vor allem, ich weiß, es klingt natürlich jetzt banal, aber du musst dich vor allem vorbereiten. Je mehr du vorbereitet bist, desto besser. Allerdings gibt es Menschen, die sagen mir, je mehr ich mich vorbereite, desto mehr Panik bekomme ich. Also es ist nicht immer so einfach, nur zu sagen, okay, ich vorbereite mich einfach. Aber in den meisten Fällen ist tatsächlich so, je mehr du vorbereitet bist, desto weniger hast du Angriffsmöglichkeiten. Ja? Dann weißt du, okay, auch wenn ich richtig Stress habe, Panik, was auch immer, aber ich weiß, worüber ich rede, dann zumindest das, was ich gelernt habe, fließt einfach raus. Das ist die eine Möglichkeit. Was auch wichtig ist, dass soweit es geht, zum Beispiel vor einem Vortrag oder vor einem Event oder was auch immer du tun musst, oder auf der Bühne zu gehen und singen, was auch immer, ist, dass du dir Zeit für dich nimmst. Ja, dass du nicht, soweit es geht, eben nicht da bist und alle begrüßt, die reinkommen. Also für die meisten Menschen, für die meisten Künstler zum Beispiel, ist es so wichtig, sich fokussieren ein paar Minuten vorher, auch Redner, einfach in ihrem Zimmerlein, einfach da, sich fokussieren auf das, was kommen wird und einfach bei sich sein, irgendwelche Atemübungen machen und so weiter. Aber unabhängig von diesen zwei, sag ich mal so, Basics, was du noch tun kannst, ist Folgendes. Erstens, du kannst zum Beispiel sagen, ich mache mich größer, als ich bin. Ja, wenn das hier ist das Problem, ich mache mich jetzt ja größer. Wenn das hier ist das Event und das, was ich besprechen muss, das, was mich einfach jetzt überfordert, ich mache mich größer. Das heißt, ich bin allein in meinem Zimmer oder in meinem kleinen Raum und ich fange an, mir zu sagen, ich bin der Beste, ich kann das, ich schaffe das, doch, ja, ich bin viel größer, als ich bin. Ja, und ich, puh, so, ne, also so richtig so Chaka-mäßig. Das ist möglich, das ist hilfreich, auch wenn es total bescheuert klingt. Die andere Variante ist, dass du, wenn das hier der Stresspegel ist oder das, was du tun musst, die Überforderung, dass du dich ganz klein machst, dass du dir sowas sagst, sowas wie, ach, das ist vollkommen normal, das ist einfach mein Job, das ist wie ein Mechaniker, der einfach Autos repariert, ich repariere das Auto, also ich gehe jetzt einfach auf die Bühne oder ich erzähle einfach Dinge, die ich weiß, das ist Dinge, die ich sowieso jeden Tag tue, also Beispiel jetzt in meinem Beispiel Hypnose, für einen Sänger wäre singen und so weiter. So, ich versuche dann praktisch es so alltäglich zu machen in meinem Kopf wie möglich. Was aber auch sehr hilft, ist, dass man sich sagt, hey, der da draußen geht, der auf der Bühne geht, der einfach diese Rede hält, das ist nicht ich, das ist ein Teil von mir. Ich bin vielleicht der einfache normale Jafet Mariani, der Freunde kennt oder seine Familie hat, der sich um die Kinder seiner Freunde kümmert, der mal kocht, der mal Quatsch macht, der mal Musik hört. Aber diesen Typ wollen wir nicht dort sehen, auf der Bühne oder in einer Sitzung oder eben vor dem Publikum. Sondern es ist wie so eine Kunstfigur, ein jemand, der ein Teil von mir ist, der einfach da geht und tut das, was er wirklich kann. So wie so eine Art sozusagen Fiction, so eine Art, wie so eine Art alter Ego, der einfach da geht und einfach eine Rolle hat. Ja, also das heißt, ich sage mir dann wirklich, hey, Jafet, du hast damit nichts zu tun, das macht ja jetzt der andere Jafet, der jetzt einfach da geht
und zieht das Ding durch. Das ist wie, kann man sich vielleicht hier in Deutschland vorstellen, wie der Bushido, der erzählt, ja, ich bin Familienvater und mache dies und jenes, aber wenn ich auf der Bühne bin, ich bin Bushido halt, also ich bin einfach ein anderer Mensch so ungefähr. Das kann auch sehr viel helfen. Was mir aber persönlich mehr hilft, die vierte und die fünfte Variante. Die vierte Variante ist etwas, was ich schon von Anfang an gemacht habe, bei der ersten Sitzung, wo ich richtig Panik hatte vor der ersten Sitzung, nachdem du so viele Kurse gelernt hast, wenn du echte Kunden, echte Klienten hast, die richtig gebucht haben, vielleicht sogar noch bezahlt haben, und du denkst, oh mein Gott, wie soll ich das schaffen? Und wenn ich das nicht schaffe und so weiter. Also auf der Richtung, ich bin gefahren mit dem Auto Richtung Praxis und ich habe mir vorgestellt, ich habe mir gesagt, hey, stell dir vor, dass du 10 Jahre später das tun würdest. Also wenn du jetzt in 10 Jahren, wenn du jetzt schon 10 Jahre das machen würdest, wie würdest du dich dann fühlen? Ah, ja, genau, so würde ich atmen, so würde ich fahren, weißt du, so ein bisschen so Army-mäßig, ja, so ungefähr. Also so richtig mir vorstellen, hineinfühlen, wie würde ich mich fühlen, wenn ich das schon 10 Jahre lang das mache und jeden Tag Klienten sehe und es ist für mich ganz stinknormal. Ich war auf jeden Fall an dem Tag viel beruhigter und das tue ich auch immer wieder, mich in so eine Situation reinbringen, als ob ich mir sagen würde, eben, ich bin erfahren. Die letzte, aber für mich noch hilfreichere Lösung ist, dass ich in der Situation, in dem Moment, also nicht davor, weil all das, was ich jetzt erzählt habe, kann man vielleicht eher davor machen. Was mir wirklich hilft, ist bei der Sitzungen oder bei Events und so oder eben bei Ausbildungen, ist im Jetzt kommen. Und das heißt, ich fokussiere mich dann, weil normalerweise ist es so, man ist mit dem Stoff beschäftigt oder man ist beschäftigt, oh, wie reagieren die Menschen, ob man will oder nicht. Diese Gruppendynamik findet einfach statt. Das heißt, so wie du drauf bist, so wie die Leute drauf sind, das ist ein kontinuierliches Energieding da, der einfach die ganze Zeit läuft. Aber ich kann mich einfach ein bisschen eher konzentrieren auf, Moment mal, was ist mit diesem Licht? Ja, was ist mit diesem Schatten da? Was ist mit dieser Farbe? So, ich konzentriere mich vor allem kurz davor, bevor ich anfange zu sprechen, mit etwas, was tatsächlich da ist. Nicht Gedanken, nicht Erwartungen, nicht Ängste, sondern die sind zwar alle noch da, aber ich fokussiere mich auf etwas, was tatsächlich da ist. Ich schaue es mir an länger, ich konzentriere mich auf das. Oder ich könnte auch zum Beispiel jetzt reden, aber gleichzeitig dieses Bild hinter mir in der Kamera schauen. Mich konzentrieren auf das Weiß, auf die Farben und mir sagen, hey, dieses Bild existiert wirklich, der ist jetzt wirklich da, der ist jetzt wirklich da, der hängt dort, das ist jetzt hier. Und ich mir sage, hey, atme tief und langsam, du bist jetzt hier, du lebst gerade, das ist nicht ein Job, den du jetzt durchziehen musst, du musst nicht jetzt was weiß ich was tun, sondern du kannst einfach hier sein und genießen, dich freuen, dass du hier bist und in mir und jetzt. Einfach da sein und dann reden, dann alles rauslassen, dann alles erzählen, was ich gelernt habe oder was ich erzählen möchte. So, das heißt, ich komme ein bisschen runter von dem ganzen Stress, der in meinem Kopf ist, weil ich mehr im Jetzt bin. Ich meine, dass man im Hier und Jetzt sein muss, das ist klar, dass es wichtig ist, aber oft, es klingt so ein bisschen abstrakt. Mir wurde aber ganz klar ein Tag, wo ich eine Ausbildung hatte und bei dieser Ausbildung hatte ich auch noch meine Tochter eingeladen. Und ich musste sie abholen vor der Ausbildung. Also ich war ziemlich gestresst, weil ich musste sie abholen irgendwo in Berlin und dann zusammen zurück zu der Ausbildung. Also war alles ein bisschen hektisch. Und aber als sie kam, hat sie mir erzählt, dass sie was erlebt hat, was nicht so schön war. Und plötzlich meine komplette Spannung wegen der Ausbildung ist komplett runtergefallen, weil ich sofort der Vater geworden bin. Was, meine Tochter, was ist passiert? Wie kann das sein? So, und da war ich voll für sie da. So, da habe ich gemerkt, die Ausbildung, das ist doch gar nichts im Vergleich zu das. So, war jetzt nicht dramatisch am Endeffekt, aber nur um zu sagen, ich habe in dem Moment gemerkt, ich kann komplett abschalten, ich kann komplett woanders sein, wenn ich will. Ich bin gerade jetzt hier bei meiner Tochter. Was brauchst du? Was kann ich tun? Bis sie mir gesagt hat, hey, wir kommen spät zur Ausbildung, wir müssen jetzt langsam fahren. Ja, man ist einfach in so einem Tunnel, wenn man so Stress hat, Panik hat vor einer Ausbildung, vor Rede von anderen Leuten und so weiter. So. Ja, ich glaube, es ist total wichtig, dass man auch diese Möglichkeiten kennt. Dann kannst du auch
für dich eben als Zuschauer benutzen oder als Therapeut, dann gibt es sehr viele solche Dinge, die man so lernen kann. Wie kannst du deinen Klienten noch mehr helfen? Vor allem auch mit der Hypnose, weil du kannst in der Hypnose eben dann alle diese Varianten durchgehen, ja, dass du den Klienten sagst, zum Beispiel, jetzt stell dir vor, du bist viel stärker oder du bist viel weiter als das, was du da zu tun hast. Oder du siehst es, ich meine in der Hypnose, in der Trance, ja, mit der Musik und so, du kannst diese ganze verschiedene Varianten den Klienten fühlen lassen. Jetzt fühle, wie du einfach da bist und du sagst dir, ja, das ist vollkommen normal für mich. Oder wie du da bist und du spürst, dass du im Jetzt bist und so weiter. Oder wie du dir vorstellst, dass, wie würdest du dich fühlen in 10 Jahren, wenn du das jeden Tag tust, wenn es für dich ganz normal wäre. Also in der Trance, in der Hypnose kannst du jede dieser Techniken noch viel stärker fühlen lassen. All das und viel mehr kann ich dir in meiner Ausbildung zeigen, egal ob live oder online. Ich freue mich auf dich. Bis bald.